In diesem Kapitel geht es um das große Thema Licht. Licht ist neben dem Modellieren der Objekte und den Materialien, würde man sagen, so eines der allerwichtigsten Größen, um eine Szene realistisch oder gut aussehen zu lassen oder sie so zu formen, wie ihr sie gerne haben wollt. Wir bauen uns erstmal so eine Szene auf mit einem Boden und einer Kugel, die ich mal hier nach oben ziehe, auf einen Wert von genau 100 Zentimeter. Da ist er. So. Dann berührt sie nämlich genau den Boden. Und wenn wir das jetzt mal rendern oder mal anrendern, na, zum Rendern kommen wir natürlich noch, aber wenn wir einfach mal hier rendern, auf diese Renderklappe klicken, um im Editor zu rendern, dann sieht das ganze Ding so aus. Und spätestens jetzt erkennt ihr, dass mit diesem Licht hier kein Blumenpott zu gewinnen ist, selbst wenn wir dem einen Schatten zuteilen, was rein theoretisch gehen würde. Es sieht einfach nicht gut aus, ne? Also das Licht, auch wenn wir jetzt mal drehen um etwa 90 Grad, ne? Und jetzt wieder rendern, kommt das Licht wieder von der gleichen Seite. Jetzt haben wir nicht mal mehr einen Horizont drin. Also mit diesem Licht kann man einfach nichts anfangen. Zumindest nicht, wenn man rendern möchte zum Konstruieren, ist es natürlich toll. So, ich hole mal einfach eine Lichtquelle. Guck mal, was wir hier drin finden in diesem Paket. Das ist eine ganze Menge. Es ist eine ganz normale Rundumlichtquelle. Es ist ein Spot. Es ist eine Ziellichtquelle, das ist nichts anderes als dieser Spot, nur dass er eben ein Ziel hat, auf das er die ganze Zeit zeigt. Es ist eine Flächenlichtquelle mit einem neuen Icon, wie ich gerade sehe. Das sieht wirklich, sieht allerliebst aus, wie ich das sehe, wie das ein bisschen überstrahlt. Dann haben wir ein sogenanntes IES-Licht. Das ist eine Lichtquelle, die auf echte von der Industrie gelieferte Daten zurückgreift, um die Beleuchtungscharakteristik ganz bestimmter, spezieller Leuchten nachzuempfinden. Und wir haben zwei einander relativ ähnliche Lichtquellen. Das ist die Sonnen- und die unendliche Lichtquelle, die beide relativ Ähnliches tun, nämlich unendlich weit weg sind und ähnlich wie die Sonne strahlen. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach zu unserem ganz normalen Licht, legen das an und der erste große Schock dürfte überwunden sein, wenn ihr akzeptiert habt, dass damit unser Einstellungslicht ein für alle Mal ausgeschalten ist, na? Sobald hier eine Lichtquelle drin ist, wird alles schwarz, denn diese Lichtquelle entsteht im Moment hier im Boden unter der Kugel. Die steht quasi drauf, da kann auch nichts leuchten. Und sobald die Lichtquelle da ist, wird das Einstellungslicht, das Konstruktionslicht ausgeschalten. Klar, ich meine, wenn ihr dieses grüne Häkchen wegnehmt, dann ist es natürlich wieder da. Das ist manchmal ganz notwendig. Man packt alle Lichtquellen in ein Nullobjekt. Schält dieses Nullobjekt aus, einfach um dieses schöne einstellig wieder zu haben, um alles zu sehen, erkennen zu können, keine nervigen Schatten zu haben, aber trotzdem, jetzt wo wir beleuchten wollen, brauchen wir es natürlich. Was machen wir als erstes? Die Lichtquelle, die ziehen wir erstmal an eine andere Stelle, damit sie überhaupt erstmal wirken kann. Also erstmal weg vom Boden. Die Kugel ist immer noch schwarz. Warum? Weil die Lichtquelle sich noch darin befindet. Erst wenn sich die Lichtquelle außerhalb der Kugel befindet, dann seht ihr, dass diese Kugel auch tatsächlich etwas vom Licht abbekommt, genauso wie der Boden. Ja, das ist die Hauptsache. Wir haben eine Lichtquelle uns ausgesucht, haben diese Lichtquelle an einen ganz bestimmten Punkt gesetzt und können jetzt mal schauen, was man damit noch so alles anfangen kann. Wir können die Farbe verändern. Also wenn ich ein kühles Licht haben möchte, muss ich ein bisschen Grün rausnehmen, etwas Rot rausnehmen. Na, so, dann habe ich ein blaues Licht. Das ist das eine, was ich ändern kann. Und wenn mir das insgesamt zu duster vorkommt, dann kann ich selbstverständlich auch die Intensität meines Lichtes noch verändern, indem ich das hier einfach weiter nach oben reiße. Das geht so weit, dass hier alles ausbrennt, ne? Also ihr habt hier eine Lichtquelle, die hat so phänomenal viel Leistung. So viel braucht ihr wahrscheinlich ganz, ganz selten. Man sollte auch darauf achten, möglichst diese 100% hier nicht zu überschreiten im Normalfall. Der Normalfall ist ein, sage ich mal, normal helles Material auf einem normal hellen Boden. Mit anderen Worten, bleibt bei 100%, sonst lauft ihr Gefahr, dass ihr hier ausgefressene Stellen bekommt. Solltet ihr aber einen beispielsweise dunklen Innenraum ausleuchten müssen, also der viele dunkle, schwarze, schwärzliche, bräunliche Materialien hat, dann ist es selbstverständlich okay, die Intensität mal nach oben zu setzen. Ich bleibe mal bei meinen 100%, weil mir das in den meisten Fällen ausreicht. Bleibt erstmal dabei, seid damit ein bisschen vorsichtig. Das ist die Hauptsache eigentlich. Wir haben
dann noch die Möglichkeit, da waren wir gerade schon, den Typ zu ändern. Das Schöne ist übrigens, das müsst ihr euch nicht vorher raussuchen. Den Typ könnt ihr jederzeit ändern. Also ich könnte jederzeit jetzt sagen, ich möchte ganz gerne lieber einen Spot haben. Dann hole ich mir den Spot hier oben und muss den natürlich jetzt auch so einrichten, dass er auf irgendwas trifft. Das ist jetzt der Fall, ne? Also da kann ich über mein Objekt drüber wandern, kann das jetzt auch mal rendern. Dann sieht das so aus. Wird also wirklich schön beleuchtet auf diese Art und Weise. Und wenn ihr dann genug vom Spot habt oder feststellt, nee, der ist es gar nicht, könnt ihr jederzeit wieder zurückkehren zum ganz normalen Punktlicht, was in alle Richtungen abstrahlt. Ein Punktlicht in irgendeiner Weise zu drehen, ist Quatsch, ne? Bringt nicht besonders viel. Das Punktlicht könnt ihr nur dann beeinflussen, beziehungsweise seine Richtung, wenn ihr es bewegt, ne? Und jetzt sieht man, dass hier meine 3D-Achse ein bisschen durcheinander gekommen ist. Sollte das also mal passiert sein, dass ihr eine Punktlichtquelle gedreht habt und dann wieder bewegen wollt, da lohnt sich es auf jeden Fall, hier unten die Gradzahl dieser Punktlichtquelle überall auf 0 zu setzen, auf Anwenden zu klicken. Dann befindet sich die 3D-Achse wieder so im Editor, dass ihr schön bequem in alle Richtungen ziehen könnt. Wenn wir diese Szene mal anschauen und jetzt einfach mal rendern, also hier befindet sich meine Lichtquelle, hier die Kugel, hier unten der Boden, der einen Schatten auffangen könnte, dann müsste man ja eigentlich hier einen Schatten sehen. Tun wir aber nicht. Wir haben keinen Schatten hier drin und das sieht auch gar nicht so aus, als ob sich diese Kugel auf dem Boden befinden würde. Ne? Wir sehen im Gegenteil zwar einen wunderschönen Reflex, ne? Das ist der Reflex der Lichtquelle auf dem Boden, aber die Kugel hängt irgendwo im Raum, obwohl wir ja sogar wissen, dass sie sich genau auf dem Boden befindet, denn würde man sich das mal von der Seite anschauen, könnte man die Kugel von unten gar nicht mehr erkennen. Von der Seite sieht man es, liegt genau auf dem Boden und wenn die Kugel hier mal den Y-Wert, wenn wir uns den Y-Wert der Kugel mal anschauen, dann sieht man, das entspricht genau dem Radius der Kugel, die muss also auf dem Boden liegen. Was ist mit dem Schatten? Klar, ein Schatten muss einer Lichtquelle in Cinema 4D erstmal zugeteilt werden. Ein Schatten ist nicht einfach da, sondern dieser Schatten ist bei den Lichtquellen etwas, was ihr denen sagen müsst. Könnte man natürlich sagen, hey, wieso das? Ein Schatten braucht doch jede Lichtquelle. Aber wenn ihr jemals versucht habt, in einem Fotostudio ein Objekt schattenfrei auszuleuchten oder so hinzubekommen, dass nur die Schatten zu sehen sind, die ihr für gut empfindet und die nicht gut sind, weg sind, dann seid ihr Gott froh über die Tatsache, dass ihr Schatten nicht automatisch habt, sondern zuteilen könnt. Die Schatten findet man hier unten, also ebenfalls auf der Allgemeinseite der Lichtquelle und hier steht es im Moment auf kein. Das ist auch der Grund dafür, dass ihr keinen Schatten sehen. Wenn ich das mal öffne, dann gibt es die Möglichkeit eines weichen Schattens. Ja, und immer, wenn man rendert, sieht man das Ding dann auch. Wenn es nur angeklickt ist, sieht man den noch nicht. Das könnte man zwar einstellen, aber das würde nur unnötig Rechenzeit und Rechenpower kosten. Also rendere ich da einfach mal schnell und gucke mir das mal an. Das ist der Schattenwurf. Nur mal für uns, damit wir hier noch ein bisschen Zeichnung sehen, lege ich noch eine zweite Lichtquelle an, schiebe die hier rüber. So, dorthin und mach sie mal deutlich schwächer. Dann sieht man nämlich auch noch ein bisschen, wie diese Kugel hier aussieht. Und jetzt rendere ich das Ganze nochmal. Der Schatten bleibt ja trotzdem erhalten. Aha, so sieht also der Schatten aus. Gefällt uns oder gefällt uns nicht? Ich würde mal sagen, es sieht so schlecht nicht aus. Ne? Der Schatten ist hier weicher als dort hinten. Das sieht ganz okay aus. Er ist noch nicht wirklich rund, aber das könnte man mit den Rendermöglichkeiten, mit den Rendereinstellungen natürlich noch verändern. Gucken wir uns mal aus, wie der zweite Schatten aussieht. Das ist der harte Schatten. Das ist der hier. Und wenn ich da jetzt mal rendere, dann bekommen wir erwartungsgemäß einen super harten Schatten. Beide, sowohl der harte als auch der weiche Schatten, sind eigentlich nicht korrekt. Ne? Also die würden physikalisch anders aussehen, wenn wir hier eine echte Kugel hätten, einen echten Boden, eine echte Lichtquelle. Das würde so nicht wirken, sondern wir hätten einen Schatten, der an dieser Stelle sicherlich schon ein klein wenig weich ist, denn dieser Teil der Kante hier des Schattens wird ja von diesem Teil der Kugel hervorgerufen. Also da müsste es schon ein bisschen weich sein. Nach hinten müsste der aber sehr viel weicher auslaufen, denn die Kugel wird natürlich
die diffundiert sozusagen das Licht. Also das Licht trifft hier auf diese Kante und müsste je weiter vom Schatten entfernt, je weiter von der Kugel entfernt, desto weicher auslaufen. Also guck mal, wie der dritte Schatten aussieht. Weder weich noch hart, sondern Fläche. Das ist der Flächeschatten. Und wenn wir jetzt nochmal rendern, dann bekommen wir den physikalisch korrekten Schatten. Na, der läuft super weich hier hinten aus. Trotzdem haben wir hier in diesem Bereich unseren Kernschatten. An dieser Stelle ist er ein bisschen durchlöchert. Das liegt aber nur daran, dass wir hier noch ein weiteres Licht angelegt haben. Wenn ich das mal wegklicke und jetzt nochmal rendere, dann ist der Schatten schön satt und schwarz. Wunderbar. Noch was hat sich verändert. Seit wir einen Schatten zugeteilt haben, ist so ein kleiner schwarzer Kringel um unsere Glühbirne hier unten herum entstanden. Ihr müsst also nicht erst hier unten umständlich auf der Allgemeinseite nachkramen, ob ihr einer Lichtquelle bereits einen Schatten zugeteilt habt, sondern ihr könnt es bereits hier sehen im Objektmanager. Das ist ein gewisser Vorteil, spart Zeit. Was ihr nicht sehen könnt, ist die Art und Weise des Schattens, also ob das ein Fläche, weicher oder ein harter Schatten ist, sieht man nicht, aber zumindest sieht man, dass ein Schatten da ist. Ich muss noch mal unser Mannequin hier bemühen, um euch zu zeigen, was man mit dem Spot noch so alles machen kann. Ich lege erstmal eine ganz normale Lichtquelle an. Das mache ich meistens so, dass ich mit einer Punktlichtquelle beginne, es sei denn, ich weiß schon ganz genau, dass es keine Punktlichtquelle werden soll. Aber in diesem Fall ist es vollkommen in Ordnung, denn wir wissen ja, dass man Lichtquellen jederzeit umtaufen kann, also umtypen, ummünzen kann im Prinzip. Umwidmen hätte ich auch noch sagen können. So, wir haben hier als Typ eine Punktlichtquelle und daraus würde ich ganz gerne einen Spot machen. Na, da ist mein Spot. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, gibt es in den Lichtquellen hier auch eine sogenannte Ziellichtquelle. Es gibt die Spotlichtquelle, die Ziellichtquelle. Die beiden unterscheiden sich nur durch eine Kleinigkeit und diese Kleinigkeit möchte ich euch ganz gerne mal mitgeben. Ich hätte von vornherein eine Ziellichtquelle auswählen können, aber die kann man sich selber bauen. Die kann man sich selber dadurch machen, dass man ihr das Ziel mitteilt. Wenn ich also beispielsweise dieses Männchen hier ausleuchten möchte, na, dann kann ich sagen, naja gut, dann muss ich den Spot wohl auf den draufleuchten, irgendwie so und kann ihn so irgendwie jetzt hier treffen. Ich mache das mal rückgängig und ziehe den Spot gleich mal ein bisschen größer, damit wir mehr von dem Kerl sehen. So. Was ich jetzt aber machen möchte, es ist mir einfach zu blöd, jedes Mal da auf den zu zielen, sondern ich möchte ihn als Ziel definieren. Das ist genau das, was man auch mit dieser Ziellichtquelle tun kann oder indem man diese ganz normale Spotlichtquelle hier über eine Expression, die man hier in den Tags findet, Cinema 4D Tags, vervollständigt. Ne? Da gibt es nämlich hier die Ausrichten-Expression. Na, da klicke ich jetzt mal drauf, habe jetzt die Ausrichten-Expression mit dieser Ziellichtquelle verbunden und diese Expression wartet nur darauf, mir jetzt von so eine Mitteilung zu bekommen, nämlich, dass ich die Figur als Ziel definiere. Und dann seht ihr sofort, dass diese Ziellichtquelle jetzt, das ist es nämlich jetzt, auf unser Männchen hier zeigt. Das ist relativ praktisch, um es so auszurichten. Viel praktischer ist aber, dass ich jetzt meine Ziellichtquelle bewegen kann, wohin ich will. Sie wird immer auf unseren Man hier zeigen, nie woanders hin, sondern immer auf ihn, auf seinen Mittelpunkt. Und wenn ihr nicht wollt, dass es genau auf die Körpermitte zielt, sondern eher auf den Kopf, dann müsst ihr das nochmal ein bisschen anders machen. Denn diese Ziellichtquelle, die braucht ja nicht unbedingt einen realen Gegenstand. Diese Ziellichtquelle funktioniert mit allem, was ihr ihr zuteilt. Und wir wissen ja, dass es ein Objekt gibt, das im Prinzip nichts ist. Na, das ist nichts weiter als ein Container, also sozusagen eine Gruppe. Das wollen wir hier über erzeugen. Objekte, ganz oben liegt es, das Nullobjekt. Und dieses Nullobjekt kann ich jetzt beispielsweise hier nach oben ziehen, auf sein Gesicht ziehen oder sagen wir mal auf den Oberkörper ziehen und kann es anstelle der Figur nun definieren. Dann brauche ich jetzt bloß noch hier meine Expression wieder anzuklicken und das Nullobjekt anstelle der Figur hier reinzuziehen. Das wird auch automatisch ausgetauscht. Und jetzt haben wir nicht mehr das Problem, dass es irgendwie in die Mitte dieser Figur hier leuchtet, sondern dahin leuchtet, wo wir das gerne haben wollen. Mal ein bisschen dichter hier rangezoomt. Dann könnte man sogar noch dieses Nullobjekt nehmen, verschieben, ne, und damit dann diesen Spot hier steuern. Ne? Aber wir wollen es ja so haben, dass er möglichst genau auf die Oberfläche
auf den Oberkörper des Objektes, unseres Männchens hier zielt. Und wenn ich jetzt mein Licht wieder schnappe und an andere Stellen ziehe, bleibt es dabei, dass der Oberkörper getroffen wird. Ist natürlich auch dann interessant, wenn ich den mal etwas schmaler ziehe, gerade so, na, wie ein Verfolgerspot im Kino, beziehungsweise im Kino, ja, im Theater meinte ich, dann sieht das genauso aus. Es ist ein verhältnismäßig enger Spot und er wird genau auf diesen Man hier draufgezogen. Gucken wir uns vielleicht in den Details noch an, was man damit tun kann mit diesem Spot, weil er ja doch eine der interessanteren Lichtquellen ist, wie ich finde. Ihr seht, dass man hier einen äußeren Winkel bestimmen kann. Das ist einfach dieser Winkel, den ich mit dieser Datei hier, beziehungsweise mit diesem Regler hier nach oben und unten ziehen kann oder natürlich auch interaktiv hier im Sucher, im Editor. Genauso gibt es einen inneren Winkel. Das ist der hier und der Naja, die Auswertung beider Winkel bestimmt nun natürlich, wie stark denn nun eigentlich dieser Fokus hier angespannt sein soll. Ne? Also man kann es sich richtig wie eine Spannungsverhältnis aus Innen- und Außenradius vorstellen, wie dieses Ding funktioniert. Und wenn ich das jetzt mal rendere, dann haben wir so einen ziemlich, ziemlich scharfen Fokus, während wenn ich das Verhältnis zwischen innerem und äußerem Winkel mal ein bisschen kleiner mache, den inneren einfach auf die Hälfte etwa setze, wir einen sehr viel weniger stark fokussierten Spot haben. Also ihr könnt auf diese Art und Weise fokussieren. Was hier auswertungstechnisch in Cinema 4D passiert, ist folgendes. Ihr habt einen inneren Winkel. Innerhalb dieses Winkels ist die Ausleuchtung gleich. Da passiert nichts. Erst zwischen dem inneren und dem äußeren Winkel nimmt die Beleuchtungsstärke dann ab, und zwar von der vollen Einstellung, die ihr in der allgemeinen Seite hier definiert habt, in dem Fall sind es 100%, bis auf 0% hier außen. Und wenn diese Strecke sehr klein gemacht wird, dann ist es logisch, dass eben auch die Fokussierung entsprechend scharf wird. Ne? Ein bisschen aus der Nähe betrachtet, können wir das auch nochmal anschauen. Gerade hier sieht man den Lichtkegel sehr gut. Jetzt haben wir einen sehr, sehr scharfen Spot. Der kann super scharf sein. Ne? Der kann also auf genau die gleiche Gradzahl gebracht werden. Dann ist es so, dass wir hier eine hundertprozentige Schärfe haben. Würde euch aber natürlich davon abraten, weil kein Spot der Welt sieht so aus, ne? Dass er so ganz hundertprozentig scharf ist. Sowas ist wahrscheinlich immer noch sehr, sehr scharf, wird noch immer als sehr, sehr stark fokussiert betrachtet. Und wenn ihr den gar nicht fokussieren wollt, dann lasst ihr den inneren Winkel einfach auf 0 und habt damit einen super weichen Spot. Neben der Lichtintensität, Lichtfarbe und den Schatten gibt es noch ein paar hübsche Schmankerl, was man einstellen kann bei den Lichtquellen. Deswegen habe ich mal diesen, ja, etwas seltsam anmutenden Aufbau hier mal hingestellt, ne, das Ganze auf einem Bodenobjekt angeordnet. Und damit wir mal sehen können, was man damit anfangen kann, rufe ich eine Lichtquelle auf. Die entsteht wie immer in der Mitte des Weltrasters. Und in der seitlichen Ansicht, was die hier ist, ziehe ich meine Lichtquelle mal hier ungefähr hierher. Spielt nicht eine ganz genaue Rolle, wohin. Ihr könnt den auch mal nachbauen, den Aufbau hier, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ihr seht ja, wie das gemacht ist. Von oben habe ich einfach zwei Kugeln hier hingelegt und mit einer Neigung von 30 Grad hier dieses Röhrenobjekt drüber gehängt. Und genau dahinter oder einigermaßen dahinter habe ich jetzt meine Lichtquelle gelegt. So, wenn wir das mal rendern, einfach mal gucken, wie das aussieht, kommt das hier dabei raus und uns fehlt natürlich erstmal der Schatten, also gehen wir auf die Allgemeinseite, geben dem ganzen Ding einen Flächeschatten, damit es ein bisschen realistischer aussieht, rendern nochmal und jetzt passt einigermaßen gut, ne? So ungefähr möchte ich, dass das aussieht. Der schön weich verlaufende Horizont hat damit zu tun, dass je weiter meine Lichtquelle entfernt auf diesen Horizont drauf leuchtet, desto flacher ist der Winkel natürlich, in dem sie auftrifft oder in dem die Lichtstrahlen auftreffen. Dementsprechend desto weniger wirksam sind sie und desto dunkler wird es dort hinten. Aber so richtig dolle ist das noch nicht das, was ich eigentlich machen wollte, denn ich möchte dieser Lichtquelle hier eine sogenannte Sichtbarkeit zuordnen. Ich möchte, dass das Ding wirklich auch zu sehen ist. Die Lichtquelle ist zwar da, man sieht aber nur deren Wirkung und nicht die eigentlichen Lichtstrahlen bzw. die Ausbreitung des Lichts. Deswegen gehe ich hier mal auf der Seite Sichtbares Licht von Kein auf Sichtbar. Und jetzt seht ihr auch sofort, dass hier so ein so ein Käfig um dieses Ding rum entsteht. Das ist nichts anderes als drei konzentrische Kreise, die alle die Lichtquelle zum Mittelpunkt haben und für die drei Koordinatenachsen stehen.
Ja, und wenn wir das jetzt nochmal rendern, am besten, dass diese Lichtquelle eben auch schön im Bild ist, dann sieht es so aus und man kann sehen, dass die Lichtquelle tatsächlich da ist. Das braucht man immer dann, wenn man beispielsweise eine Lichtquelle im Nebel darstellen möchte, ne? Also Nebel, da wird das Licht ja sichtbar. Es bricht sich ja an den Luftfeuchtigkeits-, an den Wasserteilchen und wird deswegen sozusagen sichtbar. Natürlich wird nicht das Licht sichtbar, sondern die Objekte, die Feuchtigkeitsteilchen, die Wassertröpfchen, an denen sich das Licht bricht. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, es sieht aus, als würde das Licht selbst sichtbar werden. Deswegen Sichtbarkeit. So, was können wir alles damit anfangen? Natürlich kann man die Sichtbarkeit noch ein bisschen beeinflussen. Zum Beispiel, indem man sie interaktiv größer zieht. Und wenn ihr das nicht interaktiv machen wollt, was normalerweise sexier ist, als es über diese Möglichkeit hier zu machen, zeige es euch aber trotzdem. Wenn ihr es also lieber hier machen wollt, dann könnt ihr auch hier die Sichtbarkeit erhöhen. Ich mache mal ein bisschen mehr Platz hier. Und jetzt seht ihr, dass das, was ich hier gerade gezogen habe, der Wert 885, irgendwas ist. Na, genauso könnt ihr natürlich auch hier diese Sichtbarkeit erhöhen und könnt auch, sollte das gewünscht sein, hier einen numerischen Wert eingeben. Dann haben wir hier hinten noch die relative Größe. Also ihr müsst nicht unbedingt alle in alle Richtungen gleich diese Sichtbarkeit verteilen. Ihr könnt beispielsweise sagen, fahren wir mal ein Stückchen weiter weg, dass diese Verteilung in Z-Richtung viel, viel weniger sein soll. Dann müssen wir hier natürlich nicht auf 100% gehen, sondern auf einen entsprechend geringeren Wert. Oder sie darf in dieser Richtung gerade größer werden. Dann darf sie auch mehr als 100% sein. Genau das Gleiche gilt natürlich auch für Y- und X-Achse. Gerade in diesem Fall wäre es vielleicht nicht schlecht, wir würden die X-Achse ein wenig erhöhen. Das ist allerdings, darf man nicht vergessen, auch eine relativ willkürliche Sache, denn normalerweise breitet sich eine Lichtquelle, eine Rundumlichtquelle, nach allen Seiten gleich aus. Was haben wir noch hier drin? Wir haben ansonsten noch hier drin die innere und die äußere Distanz. Das könnt ihr so einstellen, dass ihr eine innere Distanz vorgebt. Ja, das muss nicht unbedingt sein, weil es eigentlich auch mit der echten Ausbreitung von Licht nicht viel zu tun hat. Manchmal braucht man es aber. Und was es damit auf sich hat, ist Folgendes: Von der Quelle, also vom Zentrum unseres Lichts bis zur inneren Distanz, also bis zu diesen 657 Zentimetern, wird es noch keine Abnahme geben. Dort ist die Helligkeit dieselbe, überall, an jedem Punkt innerhalb dieses Globus hier. Erst von der inneren zur äußeren Distanz nimmt die Lichtquelle dann langsam ab, um von der äußeren Distanz noch ein bisschen weiter zu strahlen und etwa hier an dieser Stelle komplett zu Null zu kommen. Man kann noch einen Staubeffekt, sogenanntes dunkles Licht, hinzufügen. Ja, es gibt schönere Möglichkeiten, finde ich. Also lassen wir das mal auf Null. Man kann die Helligkeit erhöhen. Na, das können wir hier einfach mal tun. Ein bisschen zumindest. Dann wird das Ding noch heller. Seid aber damit vorsichtig, denn die Helligkeit ist eigentlich schon ganz gut. Und man kann die Sample-Dichte verändern. Je geringer diese Sample-Dichte ist, desto genauer erfolgt die Berechnung. Seid also vorsichtig damit, eine Veränderung dieses Wertes zieht unbedingt längere Rechenzeiten nach sich. Macht das bitte nur dann, wenn euch die Helligkeit oder diese Sichtbarkeit nicht gut gefällt. So, die innere Distanz nehme ich mal wieder zurück auf einen ganz normalen Wert von 0. Ja, so, die äußere Distanz reicht mir aus. Und jetzt gehen wir wieder ein bisschen dichter ran an das ganze Ding und gucken es uns nochmal an. Und jetzt sieht man, dass es erstens heller geworden ist, aber nur deswegen, weil unsere Ausbreitung sich weiter noch in die Szene hineingestrahlt hat, sozusagen. Und mir reicht es immer noch nicht. Ich gehe da noch ein bisschen weiter und gucke mir das jetzt mal so als Gegenlichtaufnahme an, ungefähr sowas hier, und schaue nochmal drauf. Und finde, dass wir damit eigentlich schon, was die Sichtbarkeit betrifft, recht zufrieden sein können. Jetzt gehen wir aber mal bitte zurück auf die Allgemeinseite, denn dort habt ihr gesehen, womöglich, dass es neben sichtbar noch andere Möglichkeiten gibt. Hier gibt es noch die Möglichkeit volumetrisch und invers volumetrisch. Und der Unterschied zwischen sichtbar und volumetrisch ist neben der Berechnungszeit, na, sichtbar dauert nicht so lange wie volumetrisch, natürlich auch die Art und Weise. Denn volumetrisch bedeutet, dass dieser Ring, jetzt kommt der Ring ins Spiel, dass dieser Ring als Objekt erkannt wird und die Lichtstrahlen hier durchfallen, der Ring allerdings auch einen Schatten in die Sichtbarkeit wirft. Na, das ist so, wie sich echtes Licht im Nebel auch ausbreiten würde. Und wenn wir das jetzt rendern, dann seht ihr, dass wir hier wunderschöne Strahlenbildung haben. Wenn euch die noch nicht stark genug ist, die wird dann natürlich verstärkt, wenn die Helligkeit hier, wo das Licht zu sehen ist, stärker wird
Und das wiederum wird der Fall sein, wenn wir auf die Sichtbarkeitsseite gehen und vielleicht zwei Sachen machen. Erstens mal die äußere Distanz noch weiter nach außen bringen und zweitens mal die Helligkeit auf einen Wert von 130%, also noch etwas erhöhen. Rendern wir das nochmal, dann seht ihr, dass auch diese Strahlenbildung hier noch ein Stück weit zugenommen hat. Aber bitte nicht vergessen, die volumetrische Ausbreitung, die dauert natürlich länger in der Berechnung. Wenn es nur diese eine Lichtquelle ist, ist es nicht dramatisch. Wenn ihr aber hier mehr Lichtquellen habt und vor allem auch hier komplexere Objekte habt, dann dauert es ein Weilchen. Wenn ihr wirklich eine richtig doll mystische Lichtquelle haben wollt, ne, also wenn das richtig nach Geisterstunde aussehen soll, dann gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten, diese Lichtquelle noch weiter zu beeinflussen. Wir sind im Moment bei der Sichtbarkeit und die ist auch Voraussetzung für das, was ich euch als nächstes zeigen möchte. Nochmal kurz zur Erinnerung, wenn wir das rendern und eine Sichtbarkeit angeklickt haben, am besten sogar eine volumetrische Sichtbarkeit, dann sieht das ganze Ding so aus. Auch wenn es ein bisschen länger dauert zu rendern, man sieht das Licht und vor allem sieht man auch Gegenstände, die innerhalb dieses Lichtes oder innerhalb dieses Lichtkegels einen Schatten werfen, wie in diesem Fall diese Röhre hier. Jetzt gehen wir aber mal noch einen Schritt weiter und teilen dieser Sichtbarkeit noch einen sogenannten Noise zu. Hier ist der Noise drin und diesen Noise kann man natürlich, ja, den kann man zuordnen. Einerseits kann man ihn entweder der Beleuchtung oder der Sichtbarkeit zuordnen oder beidem zuordnen. Ich mache jetzt mal den, in Anführungszeichen, den Fehler, es beiden zuzuordnen, braucht hier erstmal gar nichts weiter einzustellen, sondern verwende den Noise ganz genau so, wie wir ihn hier sehen und rendere das nochmal. Und jetzt seht ihr, dass wir hier wirklich eine fette Nebligkeit, eine Rauchigkeit ins Bild reinbekommen. Und ich sage euch mal, was mir dran gefällt und was nicht. Mir gefällt auf jeden Fall die Art und Weise, dass das überhaupt passiert. Es ist dieser Noise hier, der dafür verantwortlich ist. Je mehr Graustufen ihr hier sehen wollt, desto höher müsst ihr die Oktaven setzen. Die sitzen im Moment auf 4 und ich denke, das reicht für die allermeisten Dinge, reicht das aus für die meisten Szenen. Würde vielleicht auch mit 5 oder 6 besser aussehen, aber das kommt sehr darauf an, was man macht. Was mir weniger zusagt, ist die Tatsache, dass es nicht nur der Sichtbarkeit, sondern auch der Beleuchtung, also auch diesem Boden hier nun zugeordnet ist. Und das ist etwas, was eine Lichtquelle so nicht tun würde. Wenn eine Lichtquelle durch einen solchen Rauch fällt, dann wird sie so vielfältig gebrochen und vielfältig reflektiert und vielfältig durchgelassen und aufgehalten, dass genau dieses Muster hier des Noise, eigentlich so nicht auf dem Boden sein kann. Insofern wäre es wahrscheinlich realistischer, wenn wir diesen Noise nicht auf beides, sondern bloß auf die Sichtbarkeit anwenden, dann sieht das Ganze nämlich so aus und ich glaube, dass es eigentlich der echten Beleuchtung bzw. der Realität ein Stückchen näher käme. Damit nicht genug. Wir sehen jetzt zwar die Lichtquelle hier, aber wäre natürlich schön, man würde sie nicht ganz so verwölkt sehen, sondern man würde auch noch einen richtigen Lichtreflex sehen. Also stellt euch vor, hier ist wirklich ein Scheinwerfer, eine Lichtquelle, eine Blitzlampe, sonst irgendwas. Dann würde man aufgrund der sehr starken Helligkeit dieses Blitzlichtes hier mehr sehen. Der Rauch, der Dampf, dieser Noise würde in jedem Fall überstrahlt werden. Und jetzt kommen wir hier zu den Linsen. Bei den Linsen gibt es nämlich auch ein paar schicke Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Ich mache hier nur mal etwas mehr Platz. Moment. So, dann sehen wir nämlich hier auch diese beiden Dreiecke. Und die Linseneffekte sind unterteilt in Glühen und Reflexe. Vorsicht damit. Na, das ist zwar toll, aber man neigt natürlich auch dazu, gerade jetzt am Anfang, wenn man beginnt mit Lichtquellen zu arbeiten, jeder Lichtquelle ein fettes Glühen und dicke Reflexe zuzuordnen und dann landet man ziemlich schnell im Nirvana der 80er Jahre, der Disco Queens und Kings. Also Vorsicht damit, macht es ruhig, probiert es mal aus, ich zeige es euch mal, aber geht damit ein bisschen vorsichtig um. Ich nehme jetzt mal ganz spontan, nein, ich habe das nicht vorher ausprobiert, hier das Blitzlicht. Und ja, da seht ihr schon, wie dieses Ding funktioniert. Das ist das Blitzlicht und das kann ich natürlich noch bearbeiten. Ne? Also ich kann hier, das ist irre, ne? Ich kann die Größe verändern, ich kann das Seitenverhältnis hier verändern, ich kann die Dicke, die Anzahl der Strahlen und deren Unterbrechung natürlich genauso verändern wie den Halo, der hier drin ist. Ne? Ich habe aber mal auf inaktiv geschalten. Aktiv würde er so aussehen und das finde ich dann doch ein bisschen kitschig. Ne? Also das lasse ich lieber, der bleibt auf inaktiv. Aber wir bestätigen das mal und gucken uns mal an, wie das nun aussieht.
Jetzt werdet ihr sagen, naja, wo ist das Ding? Müsste doch eigentlich jetzt so langsam hier auftauchen, aber das passiert, wenn man diese Effekte einstellt, immer erst im Nachgang. Die werden erst hinterher gerechnet. Und zwar, Achtung, jetzt. Na, das ist schon ein ganz massives Licht, was wir hier hinten haben. Es überstrahlt unglaublich und es spricht für einen ziemlich großen Scheinwerfer. Aber wenn ihr wirklich Licht darstellen wollt, dann ist das Überstrahlen und das Ausbrechen der Lichtquelle, sofern sie wirklich im Bild sichtbar ist, eigentlich, finde ich, in Ordnung. Weiter geht's. Wir haben hier bei den Linsen nicht nur das Glühen, sondern wir haben auch die Reflexe. Die sind naturgemäß bzw. voreingestellt deaktiviert und das ist auch gut so. Wenn ihr sie doch mal aktivieren wollt, dann könnt ihr mal anschauen. Nehmen wir mal ganz nostalgisch Cinema 4D. Release 4, ich weiß gar nicht, wann das war, aber das dürfte irgendwann in den 50er Jahren gewesen sein. Nein, war ein Scherz natürlich nicht. Das war irgendwann in den frühen 90er Jahren. Da dürfte Cinema 4D R4 rausgekommen sein. Nehmen wir mal. Und hier seht ihr in der Vorschau schon, was hier passiert. Es werden also Lensflares ins Bild hineingerechnet. Gucke ich mir auch noch an. Dann haben wir aber wirklich so gut wie alles an Effekten hier drin, was man dort reinladen kann. Jedenfalls für eine solch einfache Szene. Und noch ein Tipp dazu, das sieht so ganz nett aus, wirkt vielleicht ein klein wenig kitschig, muss man vorsichtig sein. Ihr könnt gerne die Helligkeit runternehmen. Ich mache das mal, nehme sie mal runter, allerdings nicht hier von unserem Blitzlicht, sondern hier von dem, dieser Geschichte hier unten, von den Lensflares. Ich rendere das nochmal. Ja, ein Wort dazu, es sieht toll aus, es wirkt manchmal ein bisschen kitschig, es wirkt aber schon sehr viel weniger kitschig, wenn ihr das mit einer Animation verbindet. Ne? Also eine Lichtquelle, deren Lensflares sich bewegen, sieht einfach natürlicher aus, weil wir das auch kennen von Kamerasystemen, die wir aus irgendwelchen Filmen, Spielfilmen, Serien, vor allem auch aus Nachrichtensendungen kennen. Da wirkt es deutlich echter. Deswegen macht es auf jeden Fall gerne bei einer Animation. Seid ein bisschen vorsichtig mit diesen Lensflares, wenn ihr nur modelliert.